So, Julie, jetzt erstmal, wie gefällt es dir in Rom? Seit wann wohnst du hier? Sehr gut gefällt es mir in Rom. Ich bin im Anfang Oktober bin ich nach Rom gezogen und ja, also bin ich jetzt ungefähr ein halbes Jahr hier. Und jetzt, wo der Sommer kommt, gefällt es mir natürlich immer besser. Und du machst jetzt deinen Master hier in Rom, stimmt's? Ja, genau. Ich habe also im Oktober, wie gesagt, angefangen mit dem Studium an der Sapienza in Rom. Das ist die Hauptuni hier und die größte Uni in Europa. Und da bin ich an der Wirtschaftsfakultät und studiere Business Management. Und deinen Bachelor hast du in Konstanz gemacht? Genau. Da war ich an der Uni Konstanz und da habe ich meinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften gemacht und im September 2016 bin ich fertig geworden und bin daraufhin dann direkt nach Rom gekommen. Okay, und jetzt ist ja hier ein Land, wo man Italienisch spricht, in Italien, zufälligerweise. Und genau, wie machst du es mit der Sprache? Also du bist ja halb Italienerin, sprichst aber nicht fließend Italienisch. Nee. Wie kommst du damit klar? Also es geht so, ich hatte natürlich schon Grundkenntnisse und auch da ich ja in Florenz war, da habe ich schon Kurse belegt für Italienisch. Aber nach wie vor ist es halt noch nicht fließend, weil ich meinen Masterstudiengang hier auf Englisch habe. Also alle Vorlesungen sind auf Englisch. Deswegen kommt man halt nicht so richtig in die Sprache rein. Aber ich wohne jetzt zum Beispiel auch mit italienischen Leuten zusammen und seitdem wird es schon besser. Und es interessiert bestimmt ganz viele, die sich vielleicht auch vorstellen können, im Ausland zu studieren, wie das finanziell gemanagt wird. Wie kommst du da klar? Ja, also man muss schon ganz klar sagen, dadurch, dass es halt eine Großstadt ist, ist es schon ein bisschen teurer als bei uns jetzt daheim. Vor allem das Wohnen halt. Also in Konstanz habe ich schon um einiges weniger für mein WG-Zimmer bezahlt. Also da muss man hier schon mit mehr rechnen. Und jetzt, um nochmal zu deinem Studium zurückzukommen, was beinhaltet dein Studium jetzt alles für Fächer? Ja, also ist Business Management. Besteht aus 4 Semestern und im letzten Semester ist halt nur noch die Masterarbeit. Die ersten 3 Semester sind Prüfungen. Insgesamt sind es 9 Prüfungen und der Schwerpunkt ist halt auf BWL. Und jetzt in diesem Semester bin ich gerade ja im zweiten, habe ich zum Beispiel so Sachen wie internationales Marketing. Also ist alles eher BWL-lastig, nicht so viel VWL. Und ja, es geht halt viel um internationale Unternehmen und man muss viele Case Studies bearbeiten und lesen und Business-Strategien rausarbeiten und sowas. Also das ist auch ziemlich angewandt jetzt im Vergleich zu meinem Studium in Konstanz zum Beispiel. Und wenn du jetzt fertig bist mit deinem Master, wo könntest du dich dann, in welcher Branche würdest du dich sehen? Was kannst du dir vorstellen, wo du arbeitest? Also das weiß ich noch nicht so genau, um ehrlich zu sein, aber mit Business Management, da das ja relativ allgemein ist, denke ich, kann ich da viel damit machen. Also ich denke mal, ich werde nach meinem Studium erstmal nach Deutschland wieder zurückgehen, weil es halt auch vom Arbeiten her besser ist, mehr Arbeitsplätze gibt, bessere Bezahlung und so weiter. Aber in welchem Bereich, weiß ich jetzt noch nicht genau. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht in einem Hotel, irgendwo im Management oder so zu arbeiten oder auch in einer Marketingabteilung. Also da bin ich noch am Überlegen. Dadurch, dass es halt auch ein englischer Studiengang ist, sind da natürlich auch viele andere internationale Leute. Also ich studiere zusammen mit Leuten aus Indien, aus dem arabischen Raum, aus Spanien, England, überall, USA. Wir haben eine aus New York. Also man lernt halt viele Leute und dadurch auch viele unterschiedliche Kulturen kennen. Und natürlich für die Sprache sowohl Italienisch als auch Englisch. Also ich spreche eigentlich fast nie Deutsch, weil ich eigentlich hier mit überhaupt keinen deutschen Leuten zusammen bin. Und ja, man wird halt auch selbstständiger. Ich meine, in einem anderen Land, ich habe hier ja keine Familie oder so. Also ich bin schon auf mich allein gestellt. Was würdest du den Leuten, die jetzt gerade sich überlegen, vielleicht ins Ausland gehen zu wollen, zum Studieren, empfehlen? Also was muss man mitbringen, um im Ausland zu studieren? Also ja, man muss sich halt schon darüber im Klaren sein, dass es schon auch mal Momente gibt, wo man sich jetzt vielleicht ein bisschen nicht einsam vorkommt, aber halt, man kennt in der Großstadt halt weniger Leute als jetzt daheim, man hat noch nicht so seinen Kreis, es dauert ja eine Weile, bis man das alles so gefunden hat. Ja, man muss halt einfach offen sein den Leuten gegenüber, der Kultur gegenüber. Ich meine, Italien ist ja trotzdem Europa, also es ist jetzt nicht was komplett anderes wie Deutschland, aber die Leute sind halt schon in gewissen Punkten anders.
worüber sich vielleicht auch der ein oder andere dann aufregt, wenn man halt eine Stunde auf den Bus warten muss oder halt alles ein bisschen langsamer geht und nicht alles so gut organisiert ist wie in Deutschland. Aber ja, da muss man halt einfach ein bisschen lockerer sein und dann, denke ich, kann das jeder eigentlich auch mal machen. Was würdest du den Leuten denn noch so mitgeben, die jetzt gerade vielleicht so ein bisschen am Überlegen sind, ob sie das machen sollen? Also ich persönlich bin ja der Meinung, dass es einen immer weiterbringt, egal jetzt welches Land, ob Italien oder England oder was ganz anderes. Ich würde, wenn man es irgendwie hinbekommt, jetzt gerade auch mit dem Finanziellen und so, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, weil ich denke, dass es einen persönlich sowie auch von der Bildung her auf jeden Fall weiterbringt, um halt, ja, man soll ja über den Tellerrand hinausschauen.